Wieder ist die NSA in den Schlagzeilen, diesmal mit Enthüllungen über ein neues aggressives Bespitzelungsprogramm. Im großen Stil soll sie gemeinsam mit dem britischen Geheimdienst die Glasfaserverbindungen zwischen den weltweiten Rechenzentren von Google und Yahoo angezapft haben. Unbemerkt würden so Daten abgefangen, zwischengespeichert, dekodiert und gelesen. Muscular lautet der Codename des Programms, berichtet die Washington Post unter Berufung auf Edward Snowden. Die betroffenen Internetanbieter reagieren empört. Wir sind wirklich entsetzt darüber, wie weit die US-Regierung hier offenbar gegangen ist, um an Informationen aus unserem privaten, aus unserem Unternehmensnetzwerk heranzukommen. Auf die Vorwürfe angesprochen, dementiert der NSA-Chef ausweichend. Die NSA sammelt Daten über Terroristen. Aber wir dürfen nicht in die Server von US-Firmen eindringen und deren Daten abschöpfen. Dafür bräuchten wir einen Gerichtsbeschluss. Aus den Geheimpapieren aber soll hervorgehen, dass über 180 Millionen Datensätze alleine in einem Monat abgegriffen wurden. Sollte es stimmen, dass die Daten im Ausland vom britischen Geheimdienst abgezapft und dann mit der NSA gemeinsam ausgewertet werden, dann wäre dies ein geschickter Weg, die Kontrollmechanismen zu umgehen. Denn anders als beim direkten Zugriff auf Internetanbieter in den USA wäre dann nicht mehr in jedem Fall die Zustimmung der Geheimgerichte notwendig. Die Sammelwut der NSA scheint keine Grenzen mehr zu kennen.